Hallo, ich bin Reik Mczynski und bereite jetzt für Sie einen Mango-Gurkensalat mit Saibling zu. Ich fange hier mal mit der Mango an, die habe ich schon geschält und möchte Ihnen kurz noch mal zeigen, wie man die am besten vom Kern löst. Und zwar gehen Sie hier oben rein und schneiden dann ganz dicht am Kern entlang, das Ganze von beiden Seiten. Und so haben Sie optimal das meiste vom Fruchtfleisch hier gelöst. Das Ganze schneide ich mir dann hier schon mal in so dünne Spalten. Die Hälfte wird erstmal reichen und gebe das schon mal hier in eine extra Schüssel. Bei der Gurke, da habe ich hier die halbiert, der Länge nach, und nehme hier mit so einem Teelöffel und kratze da das Kerngehäuse raus. Und zwar ganz einfach aus dem Grund, das würde mir nachher das ganze Salatdressing etwas verwässern. Gut, wenn das erledigt ist, die Gurke genauso, einfach schön dünn runterschneiden. Hier so und ebenfalls zu der Mango zugeben. Für die Marinade verrühre ich hier etwas Weißweinessig mit Salz und Pfeffer. Ja, immer erst mit dem Essig verrühren, damit die Gewürze sich auflösen können. Jetzt gebe ich hier fein gehackten Chili dazu und fein gehackten Ingwer. Das Ganze nochmal umrühren und mit Öl etwas angießen. So, ja, noch ein Tröpfchen mehr. Die Hälfte der Marinade gebe ich jetzt zur Mango und zur Gurke. Rühre das etwas durch, schön vermengen alles und lasse das Ganze jetzt nebenbei schön durchziehen. Jetzt ist auch schon Zeit für den Saibling. Der hier ist schon soweit küchenfertig vorbereitet. Den habe ich gewaschen und trocken getupft und würze den jetzt von innen und außen mit Salz und Pfeffer. Ja, so, die andere Seite auch. Wunderbar. Dann fülle ich hier in die Bauchhöhle 3 Scheiben Zitrone ein und etwas Dillkraut. Wunderbar. Da habe ich mir ein Backblech hingestellt. Da kommt schon mal unten etwas Olivenöl rauf, damit der Fisch natürlich nicht anbappt. Der Fisch aus Backblech und das Ganze nochmal mit etwas Olivenöl, Wermut, zum Beispiel Noli Pra, und etwas Fischfond begießen. Und schon kommt der Fisch bei 160 Grad auf der untersten Schiene für ca. 25 Minuten hier in den Ofen. So, den Saibling habe ich hier schon mal etwas abkühlen lassen und währenddessen unsere Blattsalate, das ist hier Frisee und Radicchio, mit den marinierten Mango und der Gurke vermengt. Wir treffen alle Aromen wunderbar zusammen, die Süße von der Mango, die Säure aus dem Dressing und das leicht Bittere dieses Salats. Wichtig beim Frisee ist, dass Sie wirklich nur den hellen Frisee benutzen, denn das andere wäre zu bitter. Ich komme jetzt auch schon zu dem Saibling. Der Saibling ist ein edler Speisefisch, forellenartiger Lachsfisch. Und kommt ursprünglich aus kaltem Süßwasser, ist heute vorwiegend aus Zucht zu bekommen. Ich löse hier die Haut von dem Filet. Das geht hier ganz einfach und wunderbar. Sie müssen sich da auch keine großen Gedanken darüber machen, wenn Ihnen das Filet etwas zerfällt. Wir möchten das sowieso später noch etwas zerpflücken hier für unseren Salat. Passen Sie nur auf, dass Sie die Gräten schön auf der Karkasse drauf lassen, damit sich das später einfach viel besser essen lässt. Nicht zu kleine Stücke machen. So. Und dann das Ganze hier einfach so ein bisschen locker an den Salat ranlegen. Die eine oder andere Gräte noch entfernen. Die restliche Vinaigrette, die wir vorhin aufgehoben haben, verteilen wir noch so ein bisschen auf den Fisch und auf den Salat. Und geben als Finish noch etwas von dem Dill dazu und als Extravaganz ein bisschen frische Minze. Und schon sind wir auch schon fertig mit einer wunderbaren Vorspeise, vielleicht ein Auftakt zu Ihrem festlichen Menü. Viel Spaß beim Nachkochen und tschüss!